Jo Freunde, was geht ab? Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Video von mir, in dem wir heute über ein paar neue Tipps und Tricks sprechen werden. Da die letzten Videos so gut bei euch angekommen sind, kommt heute auf jeden Fall ein neuer Teil mit hoffentlich einigen Tipps, die ihr noch nicht kennt. Ich habe mir natürlich echt Mühe gegeben, hier generell neue Sachen aufzudecken oder herauszufinden, um euch in Warzone eventuell ein paar Vorteile gegenüber euren Gegnern zu verschaffen. Aber wenn man mal ehrlich ist, gibt es momentan eigentlich sehr wenig neue Sachen, die man irgendwie entdecken kann. Beziehungsweise jetzt mittlerweile nach einem Jahr, wo man das Spiel aktiv in Warzone spielen kann, sind natürlich schon viele Sachen aufgedeckt worden, sodass es durchaus sein kann, dass ich hier einige Tipps und Tricks nennen werde, die ihr in der Vergangenheit schon mal gehört habt. Trotz all dem ist vielleicht was Interessantes für euch dabei. Bist du das erste Mal auf eins meiner Videos gestoßen, würde ich dich unbedingt bitten, mir ein Abo hier dazulassen, dem Video einen Daumen nach oben zu geben, wenn das Ganze dir hier gefallen hat und natürlich noch hier unten die Glocke zu aktivieren, um zukünftig nichts mehr von mir zu verpassen. Ich halte euch mit allem, was mit COD zu tun hat, auf dem Laufenden, deswegen auch unbedingt mein Instagram folgen, da gibt's weitere Infos, ergänzend zu meinen jeweiligen Videos, die hier erscheinen. Ohne weitere Eigenwerbung starten wir jetzt direkt mal durch. Als allererstes bei diesem Tipp soll es sich um den Herzschlagsensor drehen. Und zwar denke ich, dass die meisten Spieler unter euch wirklich den Herzschlagsensor nutzen und eher der geringere Teil nur mit den Flash- oder mit den Blendgranaten spielt. Teilweise sieht man jetzt immer noch, dass Spieler den Herzschlagsensor falsch einsetzen. Ich sehe immer wieder Leute, die einfach damit rumstehen, das Ding in der Hand halten und permanent drauf gucken und warten, wie sich dieser Punkt bewegt. Das ist maximal unnötig, denn es gibt viel einfacher und effizientere Wege. Ich unterscheide immer zwischen zwei Arten von Herzschlagsensoreinsatz. Einmal ist es dieses Scan zur Sicherheit, wenn man gerade irgendwie im Taktiksprint oder normal im Sprint unterwegs ist, mal schnell irgendwo hinlaufen will, beispielsweise zum Shop und so weiter, dass man ihn einfach kurz rauszieht, scannt und direkt wieder einsteckt. Das geht echt super fix und ihr müsst ihn nicht die ganze Zeit in der Hand halten und darauf warten, dass ihr irgendwie einen Punkt auf dem Herzschlagsensor seht, denn wenn was da sein sollte, ihr am Laufen seid, kurz scannt und direkt wieder einsteckt, hört ihr trotzdem einmal dieses Aufpiepen, was der Herzschlagsensor immer macht. Zur Not, wenn ihr in der Bewegung nicht gesehen habt, wo jetzt genau der Punkt war, also in welcher Richtung der Gegner sitzt, könnt ihr ihn nochmal direkt wieder rausziehen und dann seht ihr im Anschluss sofort den Punkt. Ihr müsst ihn nicht die ganze Zeit in der Hand halten und warten, bis diese Scanwellen, nenne ich das Ganze jetzt einfach mal, über den Monitor bewegen und den Gegner dann aufdecken, sondern dieses einmal kurz rausziehen reicht völlig aus. Ich meine, wenn ihr das Ding in der Hand habt, seid ihr nicht völlig bewegungsunfähig, aber zumindest könnt ihr euch nicht wehren bzw. irgendwie schießen oder in Scope gehen oder wie auch immer. Deswegen, umso kürzer du das Ding in der Hand hast, umso besser ist es natürlich für dich. Weiter geht's mit einem Tipp, der vielleicht etwas speziell ist. Der ist vor allem für die Leute interessant, die auf sehr hohe Kill-Serien gehen, beziehungsweise ein Problem damit haben, immer die Gegner zu finishen. Ich denke, jeder kennt es, man hat einen Gunfight, downt zwei der Gegner und schafft es dann beispielsweise nicht, den letzten zu holen. Die beiden Gegner, die dann gedownt wurden, werden wieder von den restlichen Teammates revived und ihr bekommt keinen Kill. Um das zu umgehen, haben sich sehr viele gute Spieler dazu entschieden, nicht mehr die Granaten ins Loadout reinzupacken, sondern immer die Wurfmesser. Klar, man hat natürlich den Nachteil, dass man nicht mehr die Nades immer durch die Fenster schmeißen kann, aber kommt ihr beispielsweise in die eben genannte Situation, habt ihr den Vorteil, dass wenn ihr zwei Gegner gedownt habt, ihr schnell das Messer auf die werfen könnt, die sind gefinished, kurz über die Leiche wieder drüber lauft und dann das Messer wieder auf den zweiten draufschmeißt. Weil habt ihr das Messer einmal geschissen, könnt ihr es wieder aufsammeln und nochmal verwenden. Das hat den Vorteil, dass man nicht das Magazin, das sowieso schon relativ knapp ist, wenn man auf zwei Gegner geschossen hat, nochmal weiter leer schießen muss, weil es kann ja in jedem Moment der dritte Teammate von denen pushen und hat somit noch ein paar Schuss im Magazin und braucht die nicht für die sowieso schon gedownten Gegner zu verschwenden. Deswegen, der Messereinsatz ist effektiver, du brauchst keine Munition zu verschwenden, musst die Gegner dann nicht irgendwie umboxen, die genockt am Boden vor dir liegen, weil das halt länger dauert und du bekommst zusätzlich noch die Kills, die du sonst eventuell liegen gelassen hättest. Bei dem Tipp Nummer 3 geht es um die Buystation. Ich denke, relativ viele Controller-Spieler haben das schon so verinnerlicht, dass wenn man zum Beispiel an der Buystation steht, einmal runterdrücken muss und dann den Gegenstand XY automatisch gekauft hat, ohne irgendwie großartig zu gucken, was eigentlich ganz unten drinne steht. Man weiß es auswendig und die Bewegungen sitzen drin. PC-Spieler sind da etwas im Nachteil, denn die müssen immer mit der Maus einmal die Maus drauf bewegen, klicken und dann nochmal mit Ja bestätigen. Während du mit dem Controller einmal drückst, dann beispielsweise die Pfeiltaste zweimal nach unten drückst und nochmal kurz bestätigst und somit viel schneller unterwegs bist als der PC-Spieler, der immer die Maus dahin bewegen muss. Ich hoffe, ihr versteht, was ich meine, dass einfach die Bewegungen mit der Maus in der Liste vom Shop bei den Controller-Spielern wegfallen. Aber auch die PC-Spieler können diese Zeit minimieren. Wie das funktioniert, schauen wir uns jetzt an. Du gehst einfach zum Shop, drückst die F-Taste
und gehst sofort schnellstmöglich mit der Maus auf das Ding drauf, was du kaufen möchtest. Diese erste Mausbewegung kann man leider nicht umgehen, aber kommt dann nochmal diese Sicherheitsfrage, ob du das wirklich kaufen möchtest, kannst du mit der W-Taste innerhalb von wenigen Millisekunden diese Markierung hier auf Ja bewegen und dann direkt bestätigen, ohne nochmal großartig mit der Maus klicken zu müssen. Das hört sich vielleicht jetzt etwas dämlich an, wenn man das nur so erklärt, aber dadurch sparst du dir aber schon ein paar Sekunden und gerade in brenzlichen Situationen, wo du schnell am Shop weggeholt werden kannst, kann dir das dein Leben retten. Bei dem nächsten Tipp geht's um den Fallschirm. Schon bei meinen letzten Tippvideos habe ich euch immer wieder gesagt, macht unbedingt diesen automatischen Fallschirmzug aus. Das ermöglicht euch, den Fallschirm später zu ziehen und ihr werdet dadurch später oder überhaupt nicht vom Gegner gesehen. Jetzt soll es aber nicht um den automatischen Fallschirm gehen, sondern um die Flugbahn bzw. wie man es erreichen kann, dass man mit dem Fallschirm weiter fliegt. Stehst du zum Beispiel an einem Haus und möchtest in eine bestimmte Richtung fliegen, springst du runter, ziehst den Fallschirm, drückst die W-Taste bzw. das nach vorne fliegen und wirst schnell merken, dass du nicht sehr weit kommst. Springst du vom gleichen Dach runter, drehst die Kamera etwas und fliegst seitwärts, kannst du schaffen, deine Flugreichweite bis auf das Doppelte zu erhöhen. Ihr seht es hier in dem Beispiel selber. Einfach mal austesten. Beim nächsten Tipp dreht es sich um das C4. Da habe ich separat schon mein eigenes Video zu gemacht, und zwar wie man das C4 weiter werfen kann. Das kann ich euch hier noch einmal verlinken, aber kurz gesagt müsst ihr dafür einfach in den Taktik-Sprint gehen, das C4 ziehen, also eure Taste für C4 bzw. Granaten drücken und kurz im Anschluss dann die Leertaste bzw. eure Sprungtaste tabben. Das führt dazu, dass ihr euer C4 weiterschmeißt, als es normal üblich ist. Was holt man am liebsten mit dem C4 weg? Richtig, Helikopter. Und die stehen beim nächsten Tipp im Mittelpunkt. Wow, das war jetzt wirklich eine bombastische Überleitung, aber wie auch immer. Auf jeden Fall könnt ihr mit dem Helikopter schneller den Sinkflug antreten. Normal drückt man ja dafür immer die Taste, womit man sich hinhockt bzw. hinlegt, um ein Heli zu landen. Die schnellere Methode ist aber, einfach den Sitzplatz zu wechseln. Also ihr fliegt geradeaus weiter, ihr seht, ihr habt hier 4 weitere Sitzplätze und wechselt einfach mal durch. Ihr setzt euch quasi auf den Beifahrer und schaut euch an, wie schnell der Heli im Sinkflug nach unten geht. Passt dann natürlich auf, dass ihr nicht direkt gegen einen Baum fliegt oder ähnliches. So wie hier im Hintergrund sollte das Ganze dann im Idealfall aussehen. Insgesamt habe ich jetzt noch 2 weitere Tipps für euch, die beide irgendwie so ein bisschen das Movement betreffen. Und zwar könnt ihr dafür sorgen, dass gewisse Animationen, wenn ihr zum Beispiel durch ein Fenster springt oder in ein Haus wollt, nicht vollständig gemacht werden bzw. überhaupt nicht auslösen. Das kann in solchen Situationen wichtig sein, wenn ihr zum Beispiel in einem Hausfight seid, kurz etwas Abstand vom Gegner braucht, um euch nachzuplatten und während ihr weglauft, euch schon die Platten reindrückt. Springt ihr dann oder klettert ihr durch ein Fenster, wodurch automatisch diese Animation ausgelöst wird, wird euer Plattennachrüsten unterbrochen. Gerade in solchen Situationen ist jede einzelne Platte super entscheidend und wird es durch die Animation abgebrochen, fehlt nun mal eine. Deswegen als Tipp, springt so durch die Fenster, dass diese Animation gar nicht erst auslöst. Das macht ihr, indem ihr nicht zu nah dran läuft ans Fenster, sondern einfach schon früher springt. Ich versuche es euch hier einmal vorzumachen, dass ihr wisst, was ich meine. So sollte es dann aussehen. Wir sind beim letzten Tipp angekommen und hier muss ich sagen, dieser Trick ist echt vielen Leuten nicht bekannt. Ich zeige euch das Ganze mal hier an einem Beispiel bei der Feuerwehr. Und zwar hatten sicherlich sehr viele Leute schon die Situation, dass man ganz oben in diesem Turm stand, die Treppe runter wollte und ganz zufällig dann runtergefallen ist und durch den Fallschaden gestorben ist. Das Problem dahinter ist, dass man natürlich nicht die gesamte Treppe lang runterklettern möchte, weil das echt super lange dauert. Manchmal hat man dann nicht die Option, irgendwie aus dem Fenster rauszuspringen und muss tatsächlich diese Treppe runterklettern. Schaut euch aber mal an, wie es auch möglich ist. Nämlich, wenn ihr auf der Treppe seid und anschließend eure Steuerungstaste, also die Taste, die normalerweise fürs Ducken gedacht ist, drückt, slidet ihr die kompletten Treppen so runter und egal wie hoch es ist, du stirbst nicht vom Fallschaden. Im Endeffekt ist es so schnell, dass es eigentlich keinen Unterschied macht, ob du darunter kletterst oder darunter slidest. Ihr seht, ich kletter hier hoch und runter und ich sterbe nicht vom Fallschaden. Das war's jetzt mit allen Tipps und Tricks. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Eventuell waren ja einige Sachen dabei, die ihr jetzt in den nächsten Warzone-Runden anwenden könnt. Schreibt mir mal unten gerne in die Kommentare, was der Tipp ist, der euch hier am besten gefallen hat in dem Video und den ihr natürlich noch nicht kanntet. Das war's von mir. Vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns im nächsten Video wieder.